Oh mein Gott, ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, was passiert ist. Ich. Hallo meine Lieben, euer Männchen ist wieder zurück zu einem neuen Video und ich werde heute kochen. Man sieht's, ich stehe in der Küche und ich werde was ganz Besonderes kochen. Und zwar für meinen lieben Schatzi. Der hat sich nämlich, ja, grüße ich erstmal raus an dich, an den Kameramann da hinten. Er hat sich nämlich den wunderbaren, besonderen, einzigartigen Nudelauflauf vom legendären Nudelauflauf vom lieben Monte sich gewünscht, schon seit Ewigkeiten. Und ich dachte mir so, hey, komm, den würde ich dann gerne mal ausprobieren und dafür drehe ich dann ein Video für euch. Und Monte, falls du das irgendwie sehen solltest, Kuss geht raus. Und ich würde sagen, wir reden gar nicht so lange rum, sondern fangen direkt an. Ich habe hier schon fast alles vorbereitet. Mein Brettchen steht hier, meine Auflaufform, meine Pfanne, mein Topf und alle Zutaten, die wir dafür brauchen. Und ich habe jetzt hier mein Handy liegen. Hier werde ich mir nebenbei das Video einmal laufen lassen. Das ist auch in der Infobox verlinkt. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und jetzt fange ich erstmal an, mir das nochmal alles anzugucken. Und dann starten wir. So, ich habe gerade gehört, das sind Zutaten für 6 Mann. Wir brauchen also einmal Creme fraiche, ein Mozzarella. Er hat jetzt hier die Zwiebeln schon fertig geschnitten. Ich habe einfach mal 2 Zwiebeln genommen. Mais, Paprika. Dann brauchen wir von Maggi die Ofenspirelli alla Mama. Habe ich so noch nie alleine gekocht, aber werde ich heute also zum allerersten Mal ausprobieren. Dann brauchen wir auch einmal Fusilli und Gouda. Brauchen wir normalerweise, was hat er hier genommen, Emmentaler oder nee, Edamer. Aber ich mag lieber Gouda, damit koche ich eigentlich alle meine Aufläufe. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und wir brauchen Hackfleisch. Und das sind eigentlich alle Zutaten, die wir brauchen. Normalerweise sind in dem legendären Nudelauflauf auch noch Pilze mit drin, aber die lasse ich heute raus, weil alle Beteiligten hier heute, die das mitessen, mögen keine Pilze. Natürlich müssen wir die ganzen Sachen erstmal klein schneiden, und zwar den Mozzarella, die Zwiebeln und auch die Paprika. Und ich würde sagen, wir fangen mit den Zwiebeln an, denn da habe ich auch einen kleinen Tipp für euch. Und zwar ins Wasser geben, aber nur für so ein paar Minuten, damit sie ein bisschen weicher werden, aber nicht zu weich sind. Auf der Verpackung steht normalerweise drauf, roh hinzugeben, aber der liebe Monte hat gesagt, dass es dann nicht so gut schmecken wird und die an manchen Stellen dann noch ein bisschen hart sind. Deswegen machen wir es so, wie er es sagt. Und ich bereite jetzt hier mein Nudelwasser vor. Einmal Salz rein. Und dann gebe ich immer noch einen ganz kleinen Schuss Öl mit in mein Nudelwasser, damit die Nudeln nicht zusammenkleben. Während das ganze Nudelwasser aufkocht, fangen wir schon mal an, das Hack zu braten. Und dann gebe ich mir auch wieder Öl in die Pfanne. Der liebe Monte macht es im Topf, aber ich brate Hackfleisch eigentlich nie im Topf an. Deswegen habe ich jetzt meine Pfanne genommen und werde die auch erstmal erhitzen. Das Hackfleisch dann gleich gut anbraten und dann sehen wir uns wieder. So, dann geben wir jetzt das Hackfleisch in die Pfanne. In der Zwischenzeit ist das Nudelwasser fertig und er hat nicht gesagt, wie viel Gramm Nudeln er reingetan hat, aber ich packe jetzt einfach mal die ganze Packung rein. Wird nicht schaden. Wir können das dann nachher eh abschätzen, wie voll oder leer die Auflaufform sein wird. Wenn das Hackfleisch jetzt angebraten ist, kommt dann auch schon die Paprika und der Mais dazu. Einfach mit in die Pfanne geben und eine ganze Dose Mais. Und zu guter Letzt die Zwiebeln, und da soll man nicht geizen, hat er gesagt. Also eine gute Schüssel rein davon. Und jetzt alles wieder, jetzt alles wieder gut zusammen noch ein bisschen anbraten und köcheln lassen. Während das Ganze jetzt hier noch vor sich hin kocht und brät, habe ich ja noch einen kleinen Geheimtipp für euch bezüglich des Zwiebelschneidens. Und zwar habt ihr auch immer das Problem, dass nach dem Zwiebelschneiden eure Hände so eklig nach Zwiebeln stinken. Auch teilweise 2 Tage lang noch später. Deswegen habe ich hier dieses kleine
silberne, unscheinbare Ei gefunden auf Amazon. Und wenn ihr euch damit quasi die Hände wascht, Nagelzwiebeln schneiden, stinken sie nicht mehr danach. Ihr könnt da auch Seife zugeben und einfach, wenn ihr ganz normal eure Hände wascht, aber quasi das Ei dazwischen, kennt vielleicht auch den Trick, dass man die Hände einfach am Waschbecken so reiben soll. Und weil wir hier leider kein Chromwaschbecken haben, habe ich mir dann doch dieses Ei hier zugelegt und das ist der Wahnsinn. Es funktioniert wirklich. Also der Link ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei und probiert selber aus. Und jetzt kochen wir schnell weiter. So, ich probiere jetzt mal die Nudeln, weil die sollen ja nicht zu weich werden und ich glaube, dass die schon relativ gut durch sind. Ha, sehr hart. Okay. Ja, die sind schon fertig. Das heißt, Nudeln aus und die gießen wir schon mal ab, sonst werden sie nämlich zu weich. Da die Nudeln ja nachher im Backofen noch nachweichen, wäre das doof, wenn sie jetzt schon komplett gar sind. Deswegen tun wir sie jetzt schon raus und lassen sie hier einfach erstmal stehen. Und wenn ich schon hier am Spülbecken bin, nehme ich mir direkt meinen Messbecher. Ja, ich habe einen Messbecher. Und fülle mir direkt einen Liter Wasser ab. Das geben wir nämlich jetzt zu der Hackfleisch, Zwiebel, Mais, Paprika-Mischung hinzu. Normalerweise an dieser Stelle kommen jetzt für alle, die es mögen, natürlich noch die Pilze, Champignons, was sagt man dazu? Champignons. Noch da rein. Ja. Aber wir mögen es ja nicht, deswegen lassen wir diesen Schritt, wie schon gesagt, weg. Und jetzt geben wir hier den Liter Wasser zu. So. Und die Tüten. Denn die geben ja den Geschmack ab. Und dann nehmen wir uns jetzt gleich einen Schneebesen. So. Zweite Tüte auch noch rein. Pro Tüte werden es quasi 500 ml Wasser. Nehmen wir uns einen Schneebesen. Und das wird jetzt nochmal gut aufgekocht und sehr gut umgerührt, damit nicht irgendwelche Klümpchen hier drin entstehen. Und dann sind wir auch schon fast fertig. Ich habe gerade vergeblich versucht, einen Italiener bzw. eine Italienerin nachzumachen, weil hier hinter der Kamera ist der Luca. Der ist nämlich halb Italiener. Ich habe es anscheinend nicht so gut gemacht, hat er gesagt. Ich finde es schon. Und wenn es jetzt quasi aufkocht, wird das Ganze auch dicker und ist nicht mehr so flüssig wie am Anfang. Dann sind wir jetzt wirklich gleich schon fertig. So, ich habe in der Zwischenzeit mal ganz kurz ein bisschen Ordnung gemacht und den Ofen schon vorgeheizt. Ober-Unterhitze 200 Grad, der steigt jetzt gerade noch hoch und wir können jetzt anfangen, alles vorzubereiten. Und zwar nehme ich mir hier die größte Auflaufform, die ich habe und wir beginnen mit einer dünnen Schicht Nudeln. Geben wir jetzt also hier rein. So, also eine dünne Schicht Nudeln schon mal rein. Und ach, guck, hier ist es also auch wichtig, die kleben schon ein kleines bisschen aneinander, aber ist nicht schlimm. Also geben wir jetzt schon mal eine Schicht Käse drüber. Das wird, glaube ich, super lecker. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr den Monte-Auflauf schon mal gegessen habt und wenn ja, wie ihr ihn fandet. Also schnell zubereitet ist er ja eigentlich. So, und dann kommt auch schon die erste Schicht von der Soße. Und die drücken wir auch gleich ein bisschen an. Der Ofen ist jetzt gerade fertig geworden, also können wir uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Und ich finde, der Auflauf ist wirklich super für Familien auch geeignet, weil so wie die Zutaten jetzt hier gerade sind, die ich mache, ist es für 6 Personen geeignet. Das heißt schon für eine große Familie. Oder auch, wenn ich mit meinem Freund alleine essen, mit dem Luca noch zusammen, können wir also auch 2 Tage davon essen. Finde ich also sehr, sehr praktisch. Wir haben uns gerade überlegt, wir verfeinern das Ganze noch ein bisschen und machen noch eine zweite Schicht Käse dazwischen. Das hat Monte jetzt nicht gemacht, aber wir dachten uns, mehr ist immer gut. Also bevor die nächste Schicht Soße dann kommt, machen wir hier jetzt noch das Käse zwischen. Und jetzt kommt die zweite Schicht Soße drüber. Ich glaube, dass ein bisschen was übrig bleibt, weil die Auflaufform neigt sich dem Ende. So, meine Auflaufform ist jetzt voll und es ist noch so viel an Zutaten übrig. Ganz viele Nudeln noch und auch noch ein bisschen Soße. Das passt jetzt hier nicht mehr rein, deswegen werde ich das Ganze einfrieren oder in den Kühlschrank stellen und dann morgen oder in ein paar Wochen einfach nochmal verwenden. Und jetzt kommen wir schon zum allerleckersten überhaupt und zwar der dicken Käseschicht oben drüber. Und zwar verteilen wir jetzt hier oben drauf unseren geschnittenen Mozzarella. Und darüber kommt jetzt der Rest von unserem geriebenen Käse.
Da muss ich jetzt auch meine zweite Packung Käse aufmachen. Oh mein Gott, ihr Lieben, ihr glaubt gar nicht, was passiert ist. Ich wollte gerade die nächste Schicht Käse drüber machen und schaut mal, was mir aufgefallen ist. Der Creme Fraiche ist übrig und das habe ich jetzt vergessen. Jetzt weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Soll ich das noch irgendwie so drüber? Jetzt ist es nicht das Original. Ich habe mich gerade voll gewundert, wo dieser Becher herkommt, aber ja, das ist jetzt doof, ne? Okay, wir haben uns gerade mehrstimmig dafür entschieden, dass wir es nachher einfach so roh mit auf den Teller machen und untermischen. Wird schon schmecken. Besser als es gar nicht dran zu machen. Und jetzt geben wir also dann endgültig die letzte Schicht Käse drüber, bevor es in den Ofen kommt. Sparen wir nicht mit dem Käse. Und jetzt kommt's ab in den Ofen. Ich muss sagen, Schatz, der sieht schon sehr, sehr lecker aus. Ja, ich hoffe, dass das Creme Fraiche nicht so schlimm ist. So, und das Ganze bleibt jetzt für ganze 30 Minuten noch im Ofen. Das heißt, noch lange, lange warten, bis wir das gute Ding auch kosten können. Aber in der Zeit räumen wir schon mal die Küche auf. So, der Ofen piepst, das heißt, er ist endlich fertig. Wir haben jetzt auch echt lang genug gewartet und wir gucken mal. Oh ja, das sieht saftig aus. Das kann man auf jeden Fall so schon mal gut sich sehen lassen. Und oh mein Gott, das ist so schwer. Okay, okay, okay. Und hier drauf. So. Bevor wir das Ganze aber essen werden, werde ich erstmal jetzt eine kleine Portion auf den Teller tun und für euch probieren, um euch natürlich auch zu sagen, wie dieser wunderbar aussehende, grandiose Nudelauflauf schmeckt. Das sieht schon gut aus, seid ehrlich, Leute. Das sieht schon gut aus. Willst du als erstes probieren, Schatz? Ja, gerne. Ja. Okay. Oh Gott, das sieht so gut aus. Und? Ja. Sehr gut? Ja. Er schmeckt genauso, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Echt? Ja. Das schmeckt. Oh mein Gott. Okay. Ich bin immer weg. So ihr Lieben, das war's auch schon mit meinem Kochvideo von Monte. Die Küche ist wieder aufgeräumt, unsere Bäuche sind gefüllt und es war super, super lecker. Also wirklich Respekt an dich da draußen, Monte, dass du dieses Rezept so verfeinert hast. Weil eigentlich auf der Tüte steht es hier anders drauf, als wir es eigentlich gekocht haben. War auf jeden Fall super lecker. Das Einzige, was ein bisschen schade war, dass ich das Creme Fraiche vergessen habe. Aber für euch da draußen, wenn ihr das Rezept nachkocht, das Creme Fraiche muss quasi eigentlich in den Topf und mit der Soße mit umgerührt werden. Und ja, war aber jetzt im Endeffekt auch nicht so schlimm. Uns hat es trotzdem super geschmeckt. Und das ist ja auch die Hauptsache. Wenn euch das Video also gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr Lust habt, dass ich öfters Sachen ausprobiere, Köstlichkeiten nachkoche, dann schreibt es mir sehr gerne in die Kommentare mit dem Hashtag ausprobieren. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr da mehr und öfters Lust drauf habt. Sehr hilfreich für mich wäre dann aber auch, wenn ihr Hashtag ausprobieren in die Kommentare schreibt, was ich ausprobieren soll. Das wäre wirklich super. Ich mache von A bis Z alles, was ihr wollt. Also kochmäßig. Und dann würde ich sagen, bin ich auch jetzt hier fertig und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Hier unten rechts könnt ihr mich sehr gerne kostenlos abonnieren, dann nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Ihr dürft mir auch sehr, sehr gerne auf Instagram folgen. Da bin ich immer noch täglich aktiv und lade jeden Tag ein Foto hoch. Also schaut da auch gerne mal vorbei, würde mich super freuen. Und jetzt bin ich wirklich raus hier und ich habe euch ganz, ganz alle lieb. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!